Kant Winter van Proto Foods. Früher ein sehr starker Biegler zum Spiel. Hat dann auch über Jahre pausiert, spielt jetzt wieder, aber mehr zur Freude, mit wenig Trainingseinsatz. Vom Beruf Lehrer. So ganz nebenbei handelt er mit Comics, mit Zeichentrickheften. Von Fix und Foxy über Asterix und Obelix zu modernen Mangas aus Japan. Ist er dann absolute Koryphäe in Sachen Comicheft Stones. Und in Sachen Rolling Stones. Das wollen wir natürlich nicht vergessen. Lahmartigen Tischtennis. Jetzt haben wir dann alle seine hervorstechenden Erkennungsmerkmale beieinander. Ja, ein guter Kenner der 60er Beat-Szene und da natürlich vor allen Dingen Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, der damals noch dabei war, Bill Wyman, Ron Wood, Mick Taylor. Und dann nehmen wir noch den Klavierspieler, der hieß glaube ich Nicky Hopkins mit dazu. The Sensational Alex Harvey Band ist auch eine der etwas in Vergessenheit geratenen Rockbands aus dieser Zeit, die er natürlich noch gut kennt. Faith Healer und die Rockversion des Tom Jones Hits Delilah. Für das eine Popgeschichte trifft Mittelflanken Tischtennis-Historie. Hab zwei Söhne, die Tischtennis spielen. Mittlerweile sogar besser als er. Max Lang, den ich gelegentlich auch mal Fritz nenne, was natürlich überhaupt nicht passt, denn das war wohl der weltberühmte Produzent von Metropolis, hatte mit Tischtennis dann nicht so viel am Hut. Max Lang mit 86, der älteste Aktive hier. Thank you.